So, in Parade angekommen. Schaut euch mal die Häuser an. Schön bunt alles hier. Aber guckt euch auch mal die Straße an. Ist zwar nicht überall ganz so schlecht wie hier, aber hier ist schon extrem. So, erste Erkundungstour. Hier ist übrigens das Hostel. Davor sieht man den Hafen. Und so wie es aussieht, ist da vorne schon der Strand. Also richtig cool. So, jetzt gibt es erstmal was zu essen, und zwar was typisch Brasilianisches. Das sind jetzt so Taschen mit Schinken, Käse und Tomaten. Und dazu gibt es diesen Ausblick hier. Nächster Tag. Jetzt bin ich wieder an dem Hafen vor dem Hostel, den ihr gestern schon gesehen habt. Heute geht es noch an die Stadterkunde, den zweiten Hafen. Dann ist dahinter noch so ein Vor und der Strand. Ja, mal sehen, was es hier noch so alles gibt. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder von der Stadt hier, und für das ist Parade eigentlich auch bekannt. Für die bunte Türe und Türrahmen. Und das hat man ja am Hafen schon gesehen, die ganz bunte Boote. Schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Sogar Parati hat einen kleinen Flughafen. Ganz hinten sieht man noch leicht die Start- und Landebahn. Ich zeige euch hier mal die Straße, und dann könnt ihr unterscheiden oder ihr könnt sehen, der neue und der alte Teil von Parati. We'll be right back.
wie ihr gerade schon gesehen habt, das ist der zweite Hafen, also sozusagen der Fluss, wo ins Landesinnere führt. Da sind auch noch Boote rechts und links und alle so bunt wie am Antwerphafen auch. So wie in den letzten Videos schon sehen konntet, liebe ich Aussichtspunkte. Und das ist der Weg hier zum nächsten Aussichtspunkt hier in Parati. So, an dem vorangekommen. Hier sollen zwei Aussichtspunkte sein und ein Museum. Das im Hintergrund ist übrigens das Museum, aber das hat leider geschlossen, weil es restauriert wird. Seht ihr die ganze Insel da? Da kann man Touren hinmachen. Die ganze kleine bunten Boote da, die bieten das an. Und so wird gefischt hier. Einer am Wasser und der andere fischt schon hier runter. Und hier im Hintergrund wird im Meer gefischt. Kann man sehen. Ich war gerade ganz spontan das erste Mal auf meiner Reise jetzt beim Friseur. Ich finde, er hat es ganz gut gemacht. Das Ganze hat 8 Euro gekostet. Richtig gut. So, ich sitze mal wieder im Bus. Es geht jetzt weiter. Früher als gedacht, weil das Wetter einfach geschissen wird und erst in 3 Tagen wieder besser werden soll. Und daher fahre ich jetzt 6 Stunden nach Sao Paulo. Und dann muss ich dort umsteigen, aber das seht ihr dann in